dann erledigen wir doch mal eben. Na komm schon. Die anderen Peoples hier noch. Oh, man kann auch die Gebäude. Ah. Okay, gut zu wissen, wenn man die Gebäude zerstört und da stehen Soldaten daneben, sind die auch mit tot. So, da ist die Verstärkung hier, der Nachschub. Und weiter geht's. Oh. Toll, jetzt wollte ich die mal schön unsichtbar im Unsichtbarkeitsmodus mal platt fahren, aber das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Versuchen wir es nochmal. Und geplättet. Gut, da sind nochmal zwei. Oh, drei Slayer-Panzer. Das muss ja übrigens auch ganz schön mies sein, wenn man irgendwie von einem unsichtbaren Fahrzeug überfahren wird. Wobei vermutlich ist es dann einem dann auch ziemlich egal, weil dann ist man sowieso tot und merkt es nicht mehr. Aber sagen wir mal allgemein. Huch, what the fuck. Allgemein von irgendwas Unsichtbarem angegriffen werden oder was auch immer, das muss ziemlich mies sein. So, erledigen wir die Peoples hier nochmal eben. Und ja, dann würde ich sagen, fahre ich direkt nochmal wieder an das Nachschublager. Ich habe einen Notruf von einer meiner Spionagestationen auf dem Dach eines halbversunkenen Gebäudes erhalten. Sie wird angegriffen und benötigt sofortige Unterstützung. Bewegen Sie Ihre Einheiten nach Süden und vernichten Sie die Angreifer. Okay, ich würde sagen, ich lasse den Mantis hier mal eben stehen und nimm mal den zweiten. Da unser Ziel hier in der Nähe unserer Heimatbasis liegt. Hier ist zum Beispiel schon wieder ein Power-Up, liegt hier jetzt auch schon wieder seit 10 Minuten rum. Achso, okay, da komme ich gar nicht hin mit meinem Mantis. Aber ich kann hier die Schiffe schon mal versenken. Und für den Rest muss ich dann wohl einen Phönix nehmen, schätze ich mal. Komme ich da auch noch ran? Nein, komme ich nicht. Okay. Dann muss einer der Phönix jetzt hier ran. Und muss mal eben das Schiffe versenken übernehmen. So, weg mit dem Zerstörer. Stirb! Ich frage mich übrigens auch gerade, warum Tokio überhaupt überflutet ist. Ob das irgendeine besondere Bewandtnis hat oder ob sich die Entwickler das jetzt einfach nur so irgendwie ausgedacht haben. Gut, eine neue Nachricht. Und da drüben stehen auch jede Menge Einheiten. Überlebende, unsere Angriffe werden in eine Versorgungsanlage gebracht. Bewegen Sie Ihre Einheiten nach Süden und zerstören Sie diese Anlage sowie alle feindlichen Einheiten. Achso, okay, das ist auch direkt das, was hier vor uns liegt. Und so wie es aussieht, können wir hier auch nur mit den... Oh, Power-Up. So wie es aussieht, können wir hier auch nur mit unseren beiden Phönixen hin. Denn das scheint eine Insel zu sein, wenn ich das jetzt richtig sehe. Aber ist ja völlig in Ordnung. Zwei Phönixe haben wir ja, die sollten ausreichen. Zumal wir jetzt noch ein schönes Power-Up hier haben. So, den ganzen Kram hier sollte ich mal eben einsammeln. Verarzt. Ach, scheiße. Gut. Ja, und so wie es aussieht, spielen wir jetzt auch wieder ohne Musik weiter. Woran auch immer das liegen mag. Aber müssen wir wohl so hinnehmen. Gut, Laserpanzer. Oh, da ist noch ein... Ah, shit. Ein Kampfhubschrauber. Ausführung erfolgt. Okay, ich brauche Nachschub. Haben die hier irgendwo Nachschublager? Das hier sieht doch aus wie... Ja. Oh, fuck. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir brauchen doch keinen Nachschub mehr. Wir nehmen einfach den nächsten Phönix. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass der hier nicht auch noch drauf geht. Denn ansonsten können wir, glaube ich, die Mission nicht fortführen, beziehungsweise beenden. Und ja, das wäre ein bisschen ungünstig. So, oh. Ich dachte jetzt, das Gebäude hier wäre der... wäre feindlich, aber der blaue Punkt, das war hier einfach nur... der Laserturm, der sich da hinter dem Gebäude versteckt hat. Aber das ohne Musik, das ist echt... ja, weiß ich nicht. Gefällt mir nicht so... aber was ich mal machen kann...
Wenn ihr mich mal eben ganz kurz entschuldigt, dann kann ich mal eben. Ich muss mal gucken. Irgendwo habe ich die Soundtracks nämlich auch noch rumliegen. Ich muss nur mal gucken, wo. Hier sind sie. Von hier bis hier. So. Okay. Und schon haben wir wieder Musik. Gut. Ja, wenn halt die Ingame-Musik nicht mehr spielt, dann müssen wir uns halt behelfen und die Musik direkt über den Player laufen lassen, ist ja auch kein Problem. So. Jetzt haben wir zwar nicht nur die WOPR-Musik, sondern auch die von den Alpha Norad dazwischen drin, aber ist ja eigentlich völlig egal. Gut, unsere Raketen sind erschöpft. Hier haben wir aber direkt vier neue. Und da sind sie auch schon wieder leer. Ich hoffe jetzt nur, die Lautstärke mit Musik und restlichen Ingame-Sounds, das ist jetzt nicht irgendwie komisch. Also eins zu laut, eins zu leise, aber so von mir aus, wie ich es jetzt hier auf dem Ohr höre, würde ich sagen, das ist genau richtig. So, das sammeln wir direkt mal wieder ein hier. Naja, und hier an die Gebäude würde ich sagen, verschwende ich jetzt nicht meine Raketen. Das kann ich mit dem Maschinengewehr machen. Vielleicht gibt es ja sogar ein Power-Up. Nein, schade. Immer wenn man sie dringend braucht, dann gibt es nichts. Und ja, hier gibt es auch wieder nichts. Da ist noch ein Laserpanzer. Für den kann ich dann doch die Raketen direkt mal benutzen. Da sind sie gut angelegt, würde ich sagen. So, und noch diese Radarstation, das sollte dann der Rest gewesen sein mit dieser Basis. Oder? Und da sind noch ein paar. Achso, hier sind noch zwei Lagerhallen oder was auch immer das darstellen soll. Na gut. Es geht zur Not, auch ohne Raketen. Beziehungsweise, wie geht noch dieser Spruch? Zur Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot. Der eigentlich total dumm ist, aber den habe ich früher immer öfter zu hören gekriegt, wenn man denn immer mal eine Scheibe Wurst aus der Dose nimmt und kein Brot dazu isst. So, hier zur Vollständigkeit erledige ich den Rest hier auch nochmal eben. Wenn wir schon das Power-Up jetzt gerade haben. Da komm schon. Du und du. Nein, nicht das Gebäude, den People. So. Und dann holen wir uns auch direkt noch einen. Einmal Nachschub und lesen unsere Nachricht. Unsere Spionagestation meldet gewaltige Gezeitenschwankungen im Südosten. Eine riesige menschliche Basis ist aus dem Meer aufgetaucht. Es handelt sich, wie ich vermutet habe, um das geheime Kommandozentrum. Zerstören Sie diese Basis und besiegeln Sie meinen Sieg. Okay. Aber wenn das die geheime Kommandozentrale ist, warum behalten sie die dann nicht einfach unter Wasser, wo sie ja scheinbar vorher auch war? Denn, ja, jetzt ist sie ja nicht mehr geheim. Idioten. Irgendwie wäre es ja klüger, die einfach unter Wasser zu halten, so dass man sie nicht lokalisieren kann. Na gut. Okay, jede Menge Lasertürme auf jeden Fall. Da unten stehen vier Stück auf einmal. Ja. Okay, da kommt Verarzt. Und kann ich nicht auch mit dem Mantis hier weiter? Da war ja so, wie das aussah, eine Brücke. Dann müsste ich nur mal eben hier noch alles ausschalten, was sich hier noch so rumtreibt. Da hat es gerade wieder ein People zermatscht. So, holen wir uns erstmal den Slayer hier. Zack, erledigt. Und den Laserpanzer. Och, dreh dich ruhig weg. Oh, verdammt. Ja, mit dem Zielen, das müsste man natürlich auch schaffen. Oh. Zu spät wieder getarnt, naja. So, was haben wir hier noch? Drei Peoples, die ignoriere ich einfach mal. Da sind noch mehr Peoples, ein paar Panzer und zwei Lasertürme, so wie es aussieht. Okay, Laserpanzer, na komm.
Komm, 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 komm. Schön in Reichweite. Ach, meine Fresse, lass mich in Ruhe. Okay. Laserpanzer wäre erledigt. Und ja, die Peoples hier mache ich doch nochmal im Platt. Ein bisschen Schaden machen die auch. Und das kann ich im Moment jetzt gar nicht gebrauchen. So, vorsichtig an den Slayer hier rantasten. Okay, erledigt, ohne selber Schaden zu nehmen. Das ist immer optimal. Hier komme ich auch dran. Also scheinbar, wenn man ein bisschen vorsichtig überall daran fährt, dann kann man die Gebäude zerstören, ohne dass die, dass man selber in Reichweite kommt. Allerdings ist das ja dann auch ein bisschen unfair. So, mit dem Power-Up stürze ich mich mal direkt hier rein. Und na shit, die Türme oben auf dem... zurück, zurück, zurück. Die Türme oben auf der Mauer, da komme ich jetzt natürlich nicht ran. Die hätte ich doch mal eben mit dem Phönix erledigen müssen. Beziehungsweise vielleicht sollte ich erstmal alle Verteidigungsanlagen auf der äußeren Mauer hier zerstören. Könnte wohl nicht schaden. Und es sind nicht gerade wenig. Aber mit unserem super Special Power-Up hier ist das wieder alles kein Problem. So und... Oh shit, hier war eben gerade noch eins, aber da habe ich wieder zu lange gezögert, das einzusammeln. Naja. So wie es aussieht, hält dieses Jahr noch eine Weile. So und ich glaube, hier unten zwischen diesen beiden Mauern ist auch noch ein Laserturm, wenn ich das immer richtig sehe beim Rüberfliegen. Gut. Raketen sind erschöpft. Der Turm da unten ist zerstört. Ja, der ist zerstört. Sehr schön. Ach so. Ja, jetzt könnte ich mal eben Nachschub wieder ranholen, aber brauche ich gar nicht, denn alle Verteidigungsanlagen sind zerstört. Dann würde ich sagen, mache ich den Rest doch hier mal mit dem Mantis. Diese beiden Gebäude hier noch, die stellen ja kein Problem mehr dar. Und zack. Und das sollte es gewesen sein. Oh, jetzt muss ich mal eben da schnell die Musik hier wieder ausmachen. Wo ist mein Mauszeiger da? So. Okay. Mit einer epischen Endsequenz schließen wir das Let's Play dann wohl endgültig ab. Bam! Okay, so wie es aussieht, wurde da gerade das Weiße Haus zerstört und jetzt baut sich... Okay. Nun hat sich gerade das Roboter-Weiße Haus wieder aufgebaut. Also, ja, ja. Die Videosequenzen sind ein wenig merkwürdig, muss ich zugeben. Aber, na gut. Das Spiel ist von 1998, von daher will ich mich mal nicht beschweren. Und es geht ja um den Spielspaß, der auf jeden Fall gegeben ist. Ja, und ich, wie ich schon beziehungsweise am Anfang mal gesagt hatte, das Spiel macht wirklich Spaß, kann ich nur empfehlen. Vor allem, wenn ihr noch einen Koop-Spieler dabei habt. Also, wenn ihr mal ein paar Euro übrig habt, guckt vielleicht mal bei eBay rein. Da kann man es sicher günstig mal irgendwo erstehen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ich lasse wie beim letzten Mal die Credits wieder durchlaufen, aber ich werde jetzt nicht mehr die ganze Zeit da noch drüber labern. Moment, weitere Stimmen. Warum brauchen die 10 Leute für verschiedene Stimmen? Es kam doch gar keine Stimmen in dem Spiel vor. Außer dieses komische Computerverbindung wird initialisiert. Aber, naja, steckt man nicht drin, ne? Jedenfalls, was wollte ich jetzt sagen? Genau, nur wieder, wenn ihr bis hierhin geschaut habt oder falls ihr auch nur diese Folge gesehen habt, man weiß es ja nicht. Jedenfalls, danke fürs Zusehen und das Let's Play ist dann hiermit beendet. Aber ich hoffe, wir sehen uns bei meinem... Achso, das waren doch schon die Credits. Ja gut, jetzt habe ich doch die ganze Zeit gelabert, aber ist auch egal.
Jedenfalls hoffe ich, wir sehen uns bei meinem nächsten Projekt wieder. Das wird wieder ein PlayStation-Spiel sein. Diesmal sogar noch 2 Jahre älter, glaube ich, von 1996. Aber ich würde einfach sagen, seht es euch an und ja, damit verabschiede ich mich. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss.